damit einen wunderschönen guten Abend an Leute, die vielleicht schon zuschauen. Ich glaube es zwar nicht, aber wir gucken mal. Der Rüdiger kommt ein wenig später. Das soll mich aber nicht daran hindern, schon mal ein bisschen zu zoffen. Ah, da ist die Musik. Sehr schön. Ich habe die Kamera umgestellt. Ich war kurz verwirrt. Entschuldigung. So. Ich werde aber kurz vorher nochmal schnell mir einen drehen. Was ich eigentlich vorhatte, vorher zu tun. Ich gebe es zu. Es tut mir leid. Und ich kann dabei gleich nochmal überprüfen, wie sich der Sound sich heute macht. Das klingt dann noch ordentlicher Lautstärke. Ich bin begeistert. Denn ich muss aber sagen, ich habe anscheinend ein bisschen zu wenig gespeichert das letzte Mal. Was heißt, ich glaube, aber es ist nicht viel verloren gegangen. Ich muss mal schauen. Also ich habe bereits in einen Raum reingeschaut, wo ich eigentlich dann hätte schon sein müssen, obwohl da eine Gegner wieder auftauchte. Da waren schon andere Gegner tot, die ich definitiv danach gemacht habe. Ich guck mal. Aber ich glaube, es ist nicht viel verloren. Moment, gleich fertig. Oh, was muss ich noch auffällig? Ich habe den einen Chat hinter dem einen Fenster vergessen. Kleiner Moment. Das Ketten. Maus. Da. Ah. Jetzt sehe ich noch beide Chats. Ist das nicht schön? So. Schauen wir uns mal um. So. Gucken wir mal, was da alles rumkommt. Ich hoffe, dass wir es heute durchschaffen. Letzte Woche lief das ja nicht so toll mit dem Stream. Nicht gerade viele Zuschauer. Und wir hatten technische Probleme auf beiden Seiten. Jetzt ist ja am Ende das Spiel einmal komplett abgestürzt. Ist vorhin schon mal wieder passiert. Ich hoffe, das passiert nicht nochmal. Ich kann auch den Soundfehler nicht, den Grund für den Soundfehler nicht finden. Ich weiß nicht, ob ihr den hört, aber ich höre den immer wieder. Da war er wieder. Das ist ja auch kein Soundfehler. Da geht er hin. In dem Fall Logdaten. Das wieder mal an. Tippe man jetzt Ebene 5, ne? Ja. Interner Sicherheitsbericht betrifft Edward Diego. Wir werden uns diesen Typen schnappen. Ich arbeite im Augenblick gerade als seine Sekretärin und ich habe schon Anzeichen dafür gefunden, dass er im Cyberspace irgendetwas vertuscht. Hab noch nichts über die Mutagenforschung gefunden, aber ich suche weiter. Wir haben es hier mit einem ganz dicken Hund zu tun. Aha. Chef war böse. Ich hab dich nie kennengelernt. Ich frage mich, ob du diese Nachricht hier hören wirst. Albert Bryson und ich sind die Einzigen, die den letzten Angriff überlebt haben. Wir haben uns versteckt. Hör zu. Shodan hat einen anderen Plan. Nach dem Bergbaulaser. Er wird sich in das Computernetz der Erde einspeisen. Au, wir müssen sterben, bevor sie uns erwischen, das ist dir doch klar. Schneidet jetzt die Tür durch. Sie geht auf!
alle tot. Denn so dabei. Munition. Munition ist immer schön. Ich mag Munition. Munition hält mich am Leben. Meistens. Nicht mit mir, Junge. Nicht mit mir. Was dabei? Ein Kack. Hier lag doch eben noch da. E-Mail. Laser. 5. Travers. Ein Wachroboter ist im Konvektionsschacht übergeschnappt und ich musste eine EMP-Granate reinwerfen. Ach ja, die Kugellager im nordöstlichen Konvektionsschacht sind kaputt. Ich habe die Antigravlüfte für die Wartungsleute angelassen. Das wär's für heute. Hochinformativ. In den Leichen. Munition. Kopf. Ein Kopf. Zwei Kopf. In menschlichen Leichen ist eh nichts drin. Nie. Wir haben es eigentlich so schnell geschafft, in Knochen verwandelt zu werden. Mhm. Okay, das war der Raum. Weiter gucken. Ohne Kamera. Eine Ex-Kamera. Als ich hier nämlich drauf gedrückt habe, ist der abgeschmiert. Hey, stirb! Was ist das? Telefon. Brauchen wir nicht. Ich liebe E-Mails. Oskar, rate mal. Sie haben eine Untersuchung gestartet. Vernichte alles, was du hast. Alles. Verstanden? Hör zu. Die Aufzeichnungen über die Experimente werden von einem Programm namens Shodan geschützt. Darum habe ich mir einen Hacker besorgt, der für uns das Programm knackt. Dadurch erhalte ich Zugang zu den Robotern und anderen Systemen auf der Station, sodass wir geschützt sind, falls sie versuchen, mich fertig zu machen. Keine Panik, Junge. Alles unter Kontrolle. Sie schüttert. Ist das TV? Müsste. Ist geschlossen. Ja, ist eine Scheiße. Die Manager-Tür. So. Komm schon in meine Falle, Hacker. Leck's mich. Ah.
gut, wir haben Munition. Schön. So, der Raum ist geklärt. Cyborg 65V. Es ist deine Aufgabe, alle Roboter, Cyborgs und Mutanten von der Biozone Meta auf der Kontrollebene fernzuhalten. Niemand darf sie betreten, solange meine Experimente dort ablaufen. Und du musst auch sicherstellen, dass keiner meiner beneidenswerten Opfer entkommt. Also das Shogun immer noch die beste Stimme. Die beste Synchroart ist echt ein bisschen schlimm. Cyberspace! Na gut, Cyberspace. Die gehen doch auch mal schneller. So, Bizarre Software. Geschützt. Kann die ran. Oh, ein Outbound-Spiele-Software. Kann er das kriegen? Nein. Wo kann ich denn raus? Ausgang? Ausgang? Schalter, die ich drücken muss. Yep. Das ist ein Schalter. Cool. Ich habe Sachen geöffnet. Das ist ja cool. Was ist das jetzt erst hier? Immer speichern, das habe ich nicht mehr vergessen. Verdammt. Yeah.
warte mal. Hallöchen, Fritzef. No. Licht. Es werde Licht. Ich habe Licht gemacht. Ich bin kein Gott. Ja, verdammt nah dran. Hier sind wir. Ja, warte, das ist anders. Oder? Ja, ist anders. Eine andere Halle. Ja, ich bin momentan noch alleine. Der Rüdiger kommt später hinzu. Viechers. Leisten, genug Munition gesammelt. Auch ein anderer. Ist ja übel. So. Ich weiß nicht, ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher, was ich genau machen wollte. Das habe ich jetzt nämlich mal geöffnet. 2 und 3. Und zwar. War ich hier schon? Hier war ich schon. Hier war ich auf jeden Fall schon. So viel wie hier tot rumliegt. So, aufgeladen. Ein Bio-Kontaminator. Nee. Dun, 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 dun. Ach, scheiß drauf. Ja, vielleicht die Verbindung. Ist ja cool. Nichts drin. Nichts drin. Nichts drin. Große Kiste. Nichts drin. Ja, wieso stehen die über leere Kisten? Nachricht! Gucken, was hier jetzt gesagt wird. Diese Kisten geben einen guten Schutz ab, aber ich sehe keinen Weg zu den Rettungskapseln durchzukommen. Deb und Aaron, versucht, ob ihr einen Weg zur Flughalle 2 findet. Oh oh! Das sind wir bei den Teletubbies oder was? Oh oh! Was war? Die ist dabei. Nein, die ist da. So, diese gesamte Halle existiert nur, damit ich irgendwie. Ja, okay, da versuche ich zu kommen. Ich habe die Schwebestiefel noch nicht. Den kann ich dann natürlich da oben hin.